Leute, grüßt euch wieder bei MeinX1 bei YouTube im Hardware-Kanal. Und wie ihr seht, heute ein Hardware-Check, ein PC-Gehäuse und das ist das Kolink Stronghold. Geiler Name, super cool. Auch das Game ist eine feine Sache, aber dass das Gehäuse so heißt, finde ich noch cooler. Aber alle Fakten und alle Größe und Maße und wie es aufgebaut ist, erst nach dem 360-Grad-Rundumblick und dann geht's los. Schauen wir uns jetzt das Kolink International Stronghold einmal von vorne an. Aber aufpassen, es gibt auch das Kolink Stronghold EU. Das ist von den Maßen ein bisschen kleiner. Wie wir sehen, schlicht schwarz aus Plastik. Hier drin natürlich aus Metall. Wobei ich aber gleich dazu sagen könnte, das könnte ein bisschen dicker sein. Aber gut, es reicht, um unsere Hardware vernünftig zu befestigen. So, welche Anschlüsse werden denn hier oben drauf jetzt geboten? Wie wir hier sehen, haben wir dort einen Power-Button zum Starten, dann eine LED-Anzeige, ein USB 2.0, dann zwei Klinke, natürlich einmal fürs Mikrofon und einmal für den Kopfhörer und ein USB 2.0, noch ein USB 3.0 und einmal eine RGB-Steuerung, um die RGB an- oder auszustellen. Das haben wir hier aber jetzt im Gehäuse nicht dabei. Und einen Reset-Schalter. Von daher ist das da oben auf jeden Fall eine gute Nummer, weil ich finde, dadurch, dass wir schon drei USB haben, gefällt mir das persönlich immer sehr gut. Dann haben wir da noch ein Mesh, das nehme ich hier mal runter. Wie wir sehen, kann die Luft von innen nach oben einfach entweichen. Und das Mesh ist magnetisch, das kann ich ohne Probleme runternehmen und sauber machen. Schauen wir uns jetzt einmal die Front von vorne an, was sich dahinter verbirgt. Uppala, mit ein bisschen Druck kann ich es einfach runterziehen. Und wie wir hier an der Seite sehen, haben wir hier so eine Art Mesh, wo die Luft angesaugt wird. Und auf der anderen Seite, wie wir sehen, gibt es hier kein Mesh. Das heißt, hier kann auch keine Luft angesaugt werden. Das ist aber überhaupt kein Problem, weil wir können von unten auch noch Luft zusätzlich ansaugen. Vorinstalliert ist schon ein 120 mm Lüfter. Man könnte hier drüber noch zwei setzen, das heißt insgesamt drei, sagt der Hersteller. Wobei ich aber hier vielleicht ein kleines Problem mit den Kabeln sehe, wenn die hier irgendwo lang gehen. Das würde ich mal im Auge behalten, aber der Hersteller sagt, maximal sind hier drei Stück möglich. 140 mm Lüfter kann ich hier gar nicht verbauen. So, dann machen wir es einfach wieder zu. Mit ein bisschen Druck. Zack, und schon ist die Front wieder installiert. Schauen wir uns jetzt die Größe von diesem Gehäuse an. Da haben wir eine Länge von 435 mm, eine Höhe von 435 mm und eine Breite von 201 mm. Das ist auf jeden Fall völlig ausreichend, um hier ohne Probleme ein ATX Mainboard einzubauen oder eine große Grafikkarte. Ich sag's mal so, verbaut man hier jetzt einen Luftkühler für den CPU, sollte der nicht 160 mm überschreiben, sonst könnte das hier auch ein Problem werden mit dem Verbauen. Natürlich haben wir an der Seite hier auch eine Glasscheibe. Ich zeige euch die einmal gerade. Die rundet natürlich das System richtig gut ab, wenn ich hier jetzt LED verbaue. Von daher, ich würde auch immer ein Gehäuse mit Glasscheibe nehmen. Es sieht einfach designtechnisch besser aus. Vorne könnten wir 320 mm Lüfter einbauen. Einer ist ja verbaut. Oder der Hersteller sagt einen 280 mm Lüfter. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich so geht. Unten drunter können wir 220 mm Lüfter verbauen oder ein 240, das heißt, man könnte dort eine Wasserkühlung installieren. Und auf der Rückseite können wir, oder sagen wir es mal so, ist schon ein 120 mm Lüfter verbaut. Und was anderes können wir dort auch nicht einbauen. Dann haben wir unten natürlich wieder unser Kabelmanagement schön versteckt hinter dieser Box.
Das haben alle Gehäuse und das ist auch gut so, das macht es wirklich einfacher. Dann sehen wir hier, dass wir viele Durchlässe haben fürs Kabelmanagement. Gut, man hätte das jetzt noch mit Gummi isolieren können, aber das ist nur ein kleiner Abzug in der B-Note. Hier sehen wir einmal das Gehäuse von hinten. Das ist natürlich nicht wirklich was Spannendes. Hier unser 120 mm Lüfter. Dann natürlich einmal unser Loch für die Blende vom Mainboard. Und wie wir hier sehen, haben wir hier genug Slots oder genug Platz, um eine etwas größere Grafikkarte einzubauen, die vielleicht auch über 3 Slots geht. Darunter haben wir einmal unsere Rückwand vom Netzteil, was hier da einfach befestigt wird. Und wir haben hier unten drunter auch ein kleines Sieb. Für unser Netzteil, das ist natürlich eine feine Sache, kann ich einfach sauber machen, schiebe ich wieder unten drunter und damit bin ich dann auch direkt schon durch. Auf der Rückseite sehen wir jetzt natürlich einmal A, das Kabelmanagement und B, was kann ich hier für Festplatten verbauen. Gehen wir als erstes einmal auf die Festplatten ein. Wie wir hier sehen, kann ich hier 2 SSDs draufsetzen. Ich kann diese Blende auch einfach komplett abschrauben, die SSDs draufschrauben und dann die Blende einfach wieder draufsetzen. Und die Anschlüsse gehen natürlich dann nach unten weg. Gleichzeitig kann ich natürlich hier auch eine 3,5 Zoll HDD noch einbauen, eher gesagt 2 Stück hier drüber, werden von der Seite dann mit Schrauben festgeschraubt, was ein bisschen Abzug in der B-Note wieder ist. Schade, dass hier nicht so ein Case drin ist, was ich rausziehen kann, wo ich dann in Ruhe meine Platten einbauen kann. Aber gut, da muss ich an der Stelle dann doch leider drauf verzichten. Dann haben wir hier natürlich unsere Kabel von vorne, der Klassiker, USB-Anschlüsse, dann natürlich USB 3.0. Und hier natürlich einmal unseren Lüfteranschluss und der Klassiker, wie ich immer zu sagen pflege, unsere ganzen Dip-Schalter für vorne, einmal für die Power, für Reset und für die LED-Beleuchtung. Von daher fehlt hier eigentlich erstmal nichts. Hinten haben wir natürlich auch einen ganz normalen Anschluss fürs Mainboard, um den 120 mm Lüfter zu betreiben. Kommen wir jetzt einmal zum Fazit von so einem Gehäuse. Ich denke, für einen Durchschnittspreis von um die 50 Euro bekommen wir hier ein Gehäuse, was völlig in Ordnung ist. Wir haben vorne ein 120 mm, hinten ein 120 mm. Wir können hier jede Art von Mainboard einbauen. Wir haben hier genug Platz, um noch andere Lüfter einzubauen. Wir haben obendrauf genug USB-Anschlüsse. Von daher kann man hier nicht meckern. Von mir kriegt das Gehäuse auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und ich würde sagen, damit bin ich raus, Leute. Lasst mal ein Abo da, schreibt mal Kommentare. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.